Ja, Leute, und es geht schon weiter mit Let's Play Kingdom Hearts 358 or Two Days. Und wir erinnern uns, wir haben noch so ein paar Missionen abzuhaken, aber auch nur so ein paar, nicht viele. Und man merkt schon, ich muss in die Steuerung reinkommen. Warum, erzähle ich gleich. Beende die Vorbereitung, mache dich auf den Weg. Mache ich gerne. Das haben wir schon. Dann machen wir als nächstes diese Mission, besiege die Doppelklinge. Ich bin so ein Idiot, ich drücke auf B. Ich habe auf B gedrückt auch noch. Weil ich dachte, das wäre A. In Halloween Town ist eine Doppelklinge aufgetaucht. Finde und besiege sie gemeinsam mit Demix. Oh ne, der macht ja wieder nichts. Belohnungen sind jetzt auch nicht so das, was man wirklich braucht. Naja, aber wir machen trotzdem natürlich die Mission. Ach, und sehr gut, keine Cutscene, dann kann ich also reden. Ja, ich habe die letzten Tage nochmal ein bisschen Kingdom Hearts 2 gespielt. Auch wenn ich die Story schon längst durch habe. Aber wegen einer Sache habe ich das doch ein bisschen gezockt. Und zwar ziemlich lange. Wegen einem gewissen Boss, der mich ein bisschen Zeit gekostet hat, wo es ein paar Wochen gedauert hat, bis ich den endlich mal besiegt habe. Ich habe nämlich heute endlich mal besiegt, nach bestimmt 1000 Versuchen, wenn ich mal jetzt mal untertreibe. Ja, wer kann dieser Boss wohl sein? Ich spiele nicht die Final Mix Version und oh, da ist er schon. Auf welche ich denn je lieber rangekommen wäre. Ach. Ich suche erstmal die Schatztruhen, bevor ich jetzt gegen den kämpfe. Dahin haben wir. Ach Mann. Kommen wir mit der verdammten Steuerung durcheinander. Ja, und dieser Boss kann niemand anders als der gute alte Sephiroth sein. Ja. Oh, was ist das denn? Steht auch mit den Plus L-Dingens. So. Ich glaube, weil. Ja, doch, ich glaube, der hat eine Feuerschwäche. Und ist auch, glaube ich, gedacht, dass man ihn mit Feuer besiegt. Und man merkt auch schon, es ist eine verstärkte Version von diesem Schwungmetzler. Genau so ist das Viech. Gegen das wir damals schon Probleme. Oh, ich dachte, das wäre von Demix ein Angriff. Aber nee, als ob der was machen würde. Aber scheint nicht gerade schwer zu sein, weil ich nämlich. Oh, jetzt kommt er, glaube ich. Ja. Ja, komm. Und ein bisschen mit dem Schlüsselschwert auch mal draufhauen. Und nochmal ein Feuer. Oh, jetzt macht er, glaube ich, seinen ja, ultimativen Finisher-Move. Jetzt einfach wieder draufhauen und. Ich weiß nicht, was soll ich sagen? Sephiroth ist. Weiß nicht, einer oder der schwer. Vielleicht sogar der schwerste Boss, den ich je bekämpft habe. Das war echt. Was rate. Was hat der geraucht? Ganz ernsthaft. Ja, beziehungsweise das haben die Entwickler geraucht, die sich den ausgedacht haben. Beziehungsweise den Kampf designt haben, sag ich mal so. Naja, also der. Ja, und. Weil egal, der Kampf hat eigentlich. Aber irgendwie hat das auch Spaß gemacht, mal so einen Boss zu haben, der mal so eine richtige Challenge ist. Das fand ich eigentlich. Also deswegen mag ich sogar diese Secret-Bosse in manchen Kingdom Hearts, weil die nochmal so richtig fordern. Also ich fand es andererseits eigentlich sogar geil, mal so einen kranken Boss einzubauen. Und ich habe extra darauf verzichtet, irgendwie auf Level 80 oder so zu leveln, weil ich wollte den schon auch auf Level 63 war ich da. Wollte ich den auch gerne besiegt haben. Und naja, und ich habe es auch so getan. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Cyanid Stein. Obwohl, ah ne, ich glaube, das haben wir gar nicht so oft. Cyanid Splitter, den haben wir oft, aber Stein, glaube ich, weniger. Weg mit dir. Ja, doch, das nehme ich mal mit. Ja, obwohl, na gut, Donnerstein haben wir, glaube ich, sehr oft. Und einen Blitzer habe ich auch schon. Und einen Reitschuh. Und was gibt es denn da noch alles? Jetzt fallen mir echt keine mehr ein. Kann man noch alles mit Donnerstein? Zapdarang. Zapdarang ist sehr episch. Auf jeden Fall mehr als genug. Ich nehme Ampharos per Level, oder? Okay, wir haben auch nochmal zweimal Cyanidstein. Aber das hier ist sehr interessant. Dann können wir auch, glaube ich, dieses Stehaufmännchen nochmal extra kaufen. Das habe ich ja erstmal ausgelassen.
Ja, doch, das holen wir uns dann jetzt auch. Und ich bin langsam wieder drin in der Steuerung. Ne, und Sephiroth, ey. Sephiroth! Überhaupt. Was ist das für einer? Nun ja, aber dann war ich ja erstmal einerseits beruhigt, aber andererseits auch geschockt irgendwie, als ich dann auf einmal erfuhr, dass Sephiroth in der Final Mix Version von Kingdom Hearts 2 ein Schiss ist, im Gegensatz zu den anderen Secret Bossen, die es da gibt. So habe ich gehört, dass zum Beispiel Terras Rüstung gibt es ja da als Secret Boss. Und er soll wohl um einiges härter sein. Ich konnte es erstmal nicht glauben. Habe ich ein bisschen im Internet geguckt und ja, der ist so ein bisschen overpowered ist der schon. So ein bisschen vor allem. Oh, jetzt müssen wir auf irgendwas verzichten. Ja, das würde ich noch gerne drin haben. Das machen wir raus. Da können wir nämlich. So, das machen wir hier hin. Ach ne, und das Stehaufmännchen können wir ja rausnehmen, stimmt. Oder habe ich das schon rausgenommen? Stimmt, wo haben wir das? Da, das kann raus. Dafür kommt das Stehaufmännchen 3 rein. Und mal gucken, was bringt das denn jetzt eigentlich? Steht hier nicht. Mal gucken, den du B drückst. Da steht nur, es erhöht deren Stufe. Ich vermute mal, vielleicht hast es dann mehr Schaden oder man kann besser kontern als üblich. Gehe ich jetzt mal einfach von aus, aber es wird schon nicht schaden, das auszurüsten. Hast kommt noch rein. Spast. Hast, Spast. Ja, und sonst würde ich sagen, machen wir dann einfach mal die nächste Mission. Ich will noch gerne noch die restlichen zwei in diesem Part noch schaffen. Ich hoffe nur, die sind nicht. Obwohl, ah nee, das ist. Nee, ist glaube ich nicht so lang, die Mission. Die ist sogar ziemlich cool, denn jetzt kommen wir auch in die neue Welt und wir kriegen da was richtig Geiles, wenn wir die Mission schaffen. In dieser neuen Mission ist ein Wellenberg aufgetaucht. Finde und besiege ihn. Und wir bekommen Glücksfech, Vitra, Bronze. Und ich meine noch eine epische Sache. Ja, was kann das nur für eine Welt sein? Es ist das Neverland oder auch Nimmerland im Deutschen. Und man sieht schon, die Welt ist nicht gerade groß. Das ist also Nimmerland. Wie heißt nochmal der Herzlose, nach dem ich suche? Wellenberg? Er muss hier irgendwo sein. Ach, genau, Schatztruhen gibt es ja nicht. Also muss ich ihn doch gar nicht suchen. Schnell, Asmi! Häng dich richtig rein! Captain Hook, also. Ei, ei, Captain Hook. Diesmal liegen wir richtig. Der Schatz muss hier sein. Wäre eine nette Abwechslung nach all den Fehlschlägen, was, Captain? Wenn wir genauso viel Glück wie beim Finden der Schatzkarten haben, sind wir bald reich. Irgendjemand wird sich gewaltig ärgern, sich verloren zu haben. Schatzkarten? Genug geredet, Herr Smee. Bewegt die Schaufel. Ei, ei. Captain, ich bin auf etwas gestoßen. Oh. Tatsächlich, das ist eine Truhe. Ich dachte, es gibt keine in dieser Mission. Haha, lass sehen, was für einen Schatz wir gefunden haben. Verdammt, wieder eine Niete. Beruhigen Sie sich, Captain. Wir haben immer noch einen Haufen anderer Karten. Die hat er bestimmt alle von Captain Jack Sparrow. Der, ja, überhaupt in Kingdom Hearts Universum gibt es ja zwei Piratenwelten. Also einmal diese hier, wo Captain Hook ja praktisch der Pirat ist, und die piratentypische Welt von Fluch der Karibik. Verflucht!
wenn wir den richtigen Schatz bald nicht finden, schnappt ihn uns noch jemand weg. Wie zum Beispiel dieser Captain Jack Sparrow. Das Gold gehört mir. Niemand anders darf es haben. Niemand! Ja, Captain? Okay, genau, was zeige ich mit dem? Guckt euch den mal an. Und auf einmal scheinen Herzlose um ihn drum oben. Ja, noch mehr Herzlose. Lauf, Smee. Miep, aye, aye, Captain. Wieder wegrennen, ey. Gut, jetzt kann ich die Herzlosen erledigen. Aber ist da unser Ziel auch bei? Das sind eigentlich ganz gewöhnliche Herzlose. Ach, jetzt haben wir auch die neue Kampfmusik. Obwohl, ich will mal kurz das Abzeichen da drüben. Oh. Ach, das sind so Wasservarianten von denen, okay. Ja, zu Flug der Karibik habe ich ja auch so eine Theorie. Und zwar glaube ich, dass diese Welt eindeutig in Kingdom Hearts 3 zurückkehren wird. Weil in Kingdom Hearts 2 ging es am Ende noch darum, dass Captain Jack Sparrow meint, er könnte das Schlüsselschwert eines Tages führen, damit schon irgendwie hinter das Geheimnis davon kommen. Und wenn man sich an Flug der Karibik 2 erinnert, also in Kingdom Hearts 2 ging es dann ja hauptsächlich um Flug der Karibik 1 auch. Wenn man sich an Flug der Karibik 2 erinnert, ging es ja um Davy Jones, der ja sein Herz ja in so eine Truhe eingeschlossen hat. Und naja, Kingdom Hearts, Herz, Flug der Karibik, Disney. Also ich habe den starken Verdacht, dass es in Kingdom Hearts 3 dass bei Flug der Karibik die Story aus Flug der Karibik 2 eingesetzt wird. Vielleicht sogar ein bisschen was noch von Flug der Karibik 3. Auf jeden Fall, wo es dann um dieses Herz von Davy Jones dann geht. Weil überhaupt, das würde gut passen zu Kingdom Hearts. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung, aber ich finde es sehr wahrscheinlich. Lauter Müll. Warum sind die Herzlosen hier einfach so aufgetaucht? War dieser Schatz eine Falle? Oder sind sie aus anderen Grund aufgetaucht? Irgendwas an dem Kerl schien etwas merkwürdig. Ist das ihr Schiff? Dann gehen wir auch mal direkt hin. Wie gesagt, wir müssen ja nicht suchen. Es gibt hier keine Schatztruhen. Es gibt allgemein keine Schatztruhen. Sie sind alle nur Gerüchte, Illusionen. Und da ist noch ein Charakter. Setzen Sie einen Kurs, Herr Smee. Wohin, Captain? Dahin, wo nach der nächsten Karte ein Schatz vergraben sein soll. Ich gebe nicht auf, bevor ich Gold gefunden habe. Du wirst mir den Schatz finden. Und wenn du jeden Quadratzentimeter dieser Insel umgraben musst. Nur im Unterschied zu Captain Jack Sparrow ist Captain Hook ein bisschen noch untalentierter und hat noch weniger Glück als Jack Sparrow. Puh, das ist eigentlich der große Unterschied zwischen den beiden. Und da sehen wir Sora schon wieder. Kann ich dir helfen? Nein! Ach ja, genau, die kann ja nicht reden. Du willst, dass ich zu dem Schiff gehe? Aber wie? Es ist so weit entfernt und schwimmen kann ich auch nicht. Ich habe mir schließlich nicht einfach Flügel wachsen und lassen und rüberfliegen. Oder? Okay, Feenstaub. Oh, wie schön. Hey, was ist das? Es leuchtet. Du willst, dass ich springe? Es tut mir leid, aber ich bin zwar öfter mal ein bisschen depri, aber Suizid geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Sorry. Warte. Willst du damit sagen, dass ich fliegen kann? Ach so, du willst also mich gar nicht zum Mord treiben. Zum Selbstmord. Gut, okay, ich glaube dir. Diese Parallelen zu Sora erscheinen also immer öfter. Was hat das denn zu bedeuten? Okay, es funktioniert tatsächlich.
Ich hab's geschafft. Ich kann fliegen. Aber liegt das an dem Zeug, das du auf mich gestreut hast? Na, aber wir werden es nie erfahren. Auf Wiedersehen. Okay, was jetzt? Soll ich zum Schiff? Sieht so aus. Nein, ich bin hier, um den Wellenberg zu erledigen. Tut mir ja leid, sie im Stich zu lassen. Aber ich darf nicht riskieren, gesehen zu werden. Die Mission hat Vorrang. Ja, okay. Also bleiben wir doch hier. Du kannst jetzt das Autogleiten verwenden beim Schweben drücke, beim Springen Y. Achten, das lässt sich so steuern. Ja, doch, ich weiß schon. Genau, mit Y kommen wir nach oben, mit B nach unten. Ich glaube nicht. Das. Da haben wir Gegner. Genau, es kommen nämlich epische Luftkämpfe. Ach, mit der Steuerung muss man erstmal ein bisschen klarkommen. Es erinnert eigentlich stark. Ja, es ist eigentlich wie in Kingdom Hearts 1. Aber es erinnert auch stark an. Leider. An Atlantica in Kingdom Hearts 1. Nur hier ist die Steuerung deutlich besser und die Atmosphäre für mich ein bisschen schöner. Wie gesagt, Atlantica. Ich mag die Welt noch weniger als das Wunderland. Und das heißt was? Ach, ich komme immer noch mit der Steuerung durcheinander. Komm, die will ich noch erledigen. So, komm und. Ach, verdammt. Aber das ist mir jetzt auch egal. So, das war's mit dir. Jetzt kommst du als nächstes. Und so, weg mit dir. Ich sagte, weg mit dir. Danke. Was droppst du denn? Leuchtstein. Stimmt, da war auch noch so viele von gehabt. Da habe ich ja letztens einen versehentlich weggeschmissen, weil ich dachte, wir hätten da ohne Ende, aber dem war doch nicht so. Und ich glaube, für Nimmerland nehme ich jetzt immer das Luftschlüsselschwert, weil auch das ist hier nicht so geeignet. Merke ich gerade so. Verdammt, jetzt kann ich meinen Limitbrecher nicht benutzen, aber wir haben gerade einen schönen kritischen Treffer gelandet. Ach komm her. Ja, okay. Wo ist jetzt eigentlich dieser Wellenberg, nach dem wir suchen? Ich meine sogar, der war auf einem von diesen Bergen. Oder spawnt der erst, wenn wir, ich glaube, der spawnt erst, wenn wir alle besiegt haben. Das weiß ich jetzt selbst nicht. Auf jeden Fall ist es einfacher, zuerst die Kleinen zu besiegen und dann den Großen zu suchen, weil nachher spawnen die dann noch ebenfalls. Ich glaube, das ist mir sogar mal passiert. Und das war nervig. Ja, gut, noch besiegt, bevor er seine Kugel darauf beschwören konnte. Ach, stimmt, jetzt weiß ich ja, wie das war. Man muss, glaube ich, diese Stellen immer ansprechen. Stimmt. Ah, das war nur. Ja, das war ein Fake. War eine Niete. Ach, genau, das war ich jetzt gekommen. Diese Herzlosen und dieser. Und jetzt müssen wir uns auch um alle auf einmal kümmern. Wie ist denn Feuer hier so? Ah, ja, es sieht so ein bisschen was ab. Nur so ein bisschen. Okay, was ist jetzt los? Warte mal, hier sind noch zwei Gegner. Sind sie? Ja, stimmt, ist ja nicht mich dabei wieder. Man muss hier jede Stelle einmal absuchen. Und da einer ist an dieser Wellenberg. Nur es ist eben immer gut, halt alles abzusuchen. Vor allem, wenn die sowieso nach einem Feuer sterben. Und ja, der verbrennt auch sofort, aber na, die verschwinden sofort. Okay, die erscheinen also nur noch mal ein zweites Mal, wenn man. Ach ne, da sind noch welche. Das restliche Feuer bewahre ich mal noch für diesen Wellenberg auf. Ich meine sogar, er müsste uns auch noch bekannt vorkommen, dieser Gegner. Weil wir schon mal gegen eine andere Variante gekämpft haben von dem. Eine Variante, die wir jetzt auch, glaube ich, wieder öfter treffen werden. Wir werden jetzt allgemein, jetzt sind wir an einem Punkt in der Story angelangt oder im Spiel, wo wir jetzt öfter mal, viel öfter als Bosskämpfe bekommen werden und allgemein auch schwierigere Missionen. Ja, also,
Wir sind jetzt beim 45. Part und ich kann schon mal sagen, das Spiel ging immer noch nicht ganz richtig los. Ich weiß, es, eigentlich ist das Spiel auch nicht wirklich Let's Play geeignet, finde ich, aber ich hatte trotzdem Bock, das zu machen. Und ich will auch möglichst viel machen in diesem Let's Play. Also wie gesagt, ich hab schon mal gesagt, es könnten tatsächlich sogar 100 Parts werden. Obwohl, für den nehme ich doch nochmal ein bisschen Feuer, weil das so schön one-hittet oder auch nicht. Überhaupt, also wie viele Parts das werden, interessiert mich schon. Am liebsten würde ich das ja auch ein bisschen verhaltsamer gestalten, aber ich will auch jetzt nicht unbedingt jetzt alles schneiden. Oder ich würde auch mehr gerne so ein bisschen was mit anderen zusammen kommentieren. Nur die meisten Kollegen, mit denen ich das mal vorhabe, und ja, dann könnt ihr auch mal doch nicht und sowas. Ja, sonst habe ich immer. So Sachen konnte ich vorher mal mit dem Deneffekt LP gut machen, dem Daniel. Eigentlich auch noch heute meinen besten Kollegen eigentlich. Nur er selbst hat ja. Mit dem habe ich auch eine Zeit lang mal Minecraft zusammen aufgenommen. Aber dieses Let's Play würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil das nicht gerade gut geworden ist. Es ist sehr unprofessionell, teilweise assig. Ich glaube, es war auch mein drittes Projekt gerade mal. Und genau hier muss man hin, glaube ich. Doch nicht, das war auch nur ein Fake. Dabei war das schon so versteckt. So, okay. Ich hoffe, man hat meinen Tasten gespammt, ich mir nicht so, weil ich höre es gerade ziemlich laut. Und das Mikrofon von dem Headset, das nimmt eigentlich auch so ein paar Außengeräusche ziemlich gut auf. Ich hoffe, dass jetzt das Tastengeklapper jetzt nicht so laut aufnimmt. Oder ich stelle das Gamepad einfach ein bisschen weiter weg. So, jetzt dann ja noch einfacher. Langsam will ich auch das Viech mal sehen, weil wir sind schon bei 21 Minuten. Gleich jetzt bei 22. Hier wird nämlich langsam mal Zeit. Oder könnte er da hinten sein? Das ist nämlich auch nochmal so ein größerer Berg. Glaube ich sogar eher, dass er hier war. Also erst nochmal den Assi killen. Also hier für die Mission würde ich aber ordentlich Erfahrungspunkte sehen. Also da könnt ihr schon ein bisschen was springen lassen. Ja, jetzt. Ach ja, was ist ein bisschen doof ist, ich kann die ja nicht blocken. Während ich fliege. Ja, stimmt, das ist natürlich fies. Ja, komm, den mach ich jetzt ein. Ja, okay, den wollte ich jetzt gerade kalt machen, da macht er mich schon fast nass. Kieser Monarch, Marsch hieß der. Ich habe erstmal Monarch gelesen, wie komme ich da auf? Aber jetzt werden wir uns mal unser wahres Ziel sehen. Tatsächlich, da ist er. Ja, das ist schon lange her, als wir dieses Viech schon mal getroffen haben in einer einfacheren Variante. Damals hat Feuer ihn sogar geheilt. Oh mein Gott. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Und ich will nicht die Flügel anvisieren, sondern den Schwanz am besten. Ich glaube, das ist nämlich seinen Schwachpunkt, aber den hinteren. Ja, obwohl, erstmal heilen. Obwohl, komm, ich will einfach den direkt angreifen. Und ja, Schaden ist okay. Ich hätte mehr gedacht. Na komm, jetzt einfach mal alles ballern. Vielleicht ist auch Blitz gegen den sehr effektiv. Ich weiß, ich sage immer sehr, sehr effektiv, aber... Ja doch, Blitz ist episch. Blitz ist episch gegen den, sehr gut. Und... Nice, ohne Schlüsselschwert gekillt. Und den Drop will ich noch gerne haben. Oder setzt ihn her. Ey, kann ich das jetzt gar nicht mehr... Kann ich das jetzt noch kriegen? Bitte, kriege ich das jetzt noch? Ja doch, gut, da liegt es noch. Ein Leuchtstein. Ja, nehme ich mal mit. Habe ich ja auch schon. Da liege ich ja gut in der Zeit, also. Ja, können wir die Mission abschließen. Ja, war es jetzt schon, wo wir dieses epische Item bekommen? Hm. Sie ist ganz alleine auf dem Schiff. Zu dem Schiff. Ich hoffe, es geht ihr gut. Vielleicht hätte ich sie begleiten sollen. Ach. Sagst du dir es nicht gefallen, wenn ich in etwas verwickelt würde, was nichts mit der Mission zu tun hat?
Aber ohne sie hätte ich das Ziel nie gefunden. Warum sie wohl mich ausgewählt hat? Als hätte sie was? Als hätte sie gewusst, dass ich ihr glauben würde, dass ich fliegen könnte. Komisch, aber fühlt sich an, als hätte ich das schon mal getan. Okay. Merkwürdig. Ja, Roxas wird auch langsam komisch irgendwie. Und Axel ist auch mal wieder da. Arbeit erledigt. Yep. Axel, das wirst du nicht glauben. Ich bin heute geflogen. Geflogen? Von der Schule oder was? Ja, wie ein Vogel. Naja, so in der Art. Es ist schwer zu erklären. Sag doch einfach geschwebt. Ich kann es mir vorstellen. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe mich darauf gefreut, es dir und Shion zu erzählen. Okay. So fliegen fühlte sich so vertraut an. Als hätte ich das schon mal getan. Komisch, oder? Der Axel sagt schon gar nicht sehr. Der guckt ihn schon gar nicht mehr an. Ich wünschte, Xion würde aufwachen, damit ich es ihr alles erzählen kann. Ach ja, genau, Xion ist ja immer noch in Anführungsstrichen kaputt. Und reichen die Erfahrungspunkte? Nee, kein bisschen. Aber Glückstech ist neu und guckt euch mal an, was wir bekommen haben. Das ist etwas verdammt Episches. Und wir sind bei Tag 176 angelangt. Ja, ich würde noch kurz die Kommandos ein bisschen abändern. Die Analyse packen wir jetzt da rein. Ich hatte die ganze Zeit ja noch einen Slot gehabt. Und das, machen wir das. Das Wichtigste habe ich, glaube ich, schon alles rausgehauen. Ja, komm, ich mach das mal raus mit dem Limit. Weil wir jetzt dafür was verdammt Episches reinmachen können. Etwas sehr Nützliches, auch gegen Sephiroth damals. Und zwar Gleiterstufe 1. Halte Y in der Luft gedrückt, um den Wind zu reiten. Solange du den Knopf gedrückt hältst, bleibst du in der Luft. Ja, das ist, wie gesagt, was verdammt Geiles. Und sonst würde ich sagen, wir haben ein gutes Schlüsselschwert, wir sind gut ausgestattet. Und die Zeit ist auch schon wieder rum. Ich wollte ja mal möglichst unter einer halben Stunde bleiben. Passt also mal wieder. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Und sehen uns die letzte Mission an, die scheinbar ein bisschen größer wird. Also, bis dann, Leute, und ciao.